herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rauchmelder Experten TV. Heute mit einem ganz besonderen Produkt, mit dem Nest Rauchmelder, der in den letzten Wochen stark durchs Netz gegangen ist. Sicherlich bedingt durch die Tatsache, dass Google als ehemaliger Venture-Kapitalgeber die Firma nun gekauft hat für 3,2 Milliarden US-Dollar. Stolzer Preis für eine Firma, die ein Thermostat und einen Rauchmelder herstellt. Besonders, wie auch schon an der Verpackung zu sehen, der Rauchmelder in einem komplett anderen Design als üblich. Also kein runder, ein viereckiger Rauchmelder. Und sicherlich auch einmalig die Tatsache, dass er über ein iPhone zu bedienen, beziehungsweise dass man den Funktionszustand des Rauchmelders über ein iPhone sehen kann. Und die Tatsache, dass dieser Rauchmelder wenigstens in den USA die Möglichkeit besitzt, ein Thermostat zu steuern. Dieses Thermostat gibt es bislang noch nicht in Europa. Gucken, wie sich das entwickelt. Anfangs würde ich jetzt aber mal vorschlagen, dass wir den Rauchmelder mal auspacken und uns mal anschauen, was im Lieferumfang dabei ist. Und dann gehen wir auf die einzelnen Funktionen des Melders und Besonderheiten noch mal Stück für Stück ein. So, schauen wir uns erstmal die Verpackung an. Den Rauchmelder gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Einmal mit einer 5-Jahres-Batterie und einmal vernetzbar über 230 Volt Leitung für die dauerhafte Stromversorgung. Der Melder, wie auch oben geschrieben, ist ein Rauch- und Kohlenmonoxid-Melder. Hier nochmal der Hinweis auf die Bedienung mittels eines iPhones. Ich denke mal, dass damit wahrscheinlich auch generell alle Smartphones gemeint wären. Wahrscheinlich eben auch die Android-Phones und andere Hersteller. Okay, dann packen wir das Gerät mal aus. Die Hülle abziehen. Das ist ein sehr hochwertiger Karton, also macht schon den Eindruck, als wenn es wirklich gut verarbeitet ist. So, der Rauchmelder selbst mit einer Schutzhülle, damit der Rauchmelder sicherlich nicht, während er aufbewahrt wird, solange wie er im Transport ist oder so, verschmutzen kann. Hier unten offensichtlich die Lasche zur Aktivierung der Batterie. Soweit man das sehen kann, sind es hier mehrere AAA-Batterien, also handelsübliche Batterien. Und hier unten die Montageplatte, die dann an der Decke befestigt wird, um da den Rauchmelder halt letzten Endes einzurasten. Und ganz unten in der Verpackung noch, oh, okay, 4 Schrauben, allerdings ohne Dübel. Aber es sieht aus, als wenn es tatsächlich auch sogar Nierosterschrauben sind. Okay, schauen wir uns mal den Rauchmelder selber genauer an. Bevor ich zum Nest-Rauchmelder selber komme, vielleicht ein paar kurze Worte über die Bedienungsanleitung, die er oben auf dem Rauchmelder im Paket beigelegen hat. Ich finde definitiv ein paar Worte wert, einfach deswegen, weil sie sehr umfangreich und sehr genau ist. Also der Hersteller hat hier tatsächlich gezeigt, wo Rauchmelder montiert werden sollten und nicht nur in welchen Räumen, sondern tatsächlich auch im Speziellen, wo in den Räumen sie montiert werden sollten. Finde ich sehr gut. Sehr umfangreich die Beschreibung mit allen wichtigen Informationen, wie der Rauchmelder eben montiert werden sollte, welche Betriebszustände der Rauchmelder hat. Also alles, was irgendwie wichtig ist, wunderbar an diesem Heft zusammengefasst. Wenn man die üblichen Bedienungsanleitungen von Rauchmeldern kennt, ist man hier sicherlich überrascht. Traurig, aber sicherlich dem geschuldet, dass er halt einfach in Deutschland noch nicht zu haben ist. Die Bedienungsanleitung ist tatsächlich einzig und allein auf Englisch. Was aus der Bedienungsanleitung noch hervorgeht, was, muss ich zugeben, mir nicht ganz klar war beim Kauf des Rauchmelders, die Vernetzung des Rauchmelders findet nicht über Funk, nicht herkömmlich über Funk statt, so wie es bei den meisten anderen Rauchmeldern ist, sondern tatsächlich über WLAN, was natürlich im Zweifelsfall bedeuten würde, wenn es einen Brand gäbe, bei dem zum Beispiel dann eben das Funknetzwerk ausfällt, dass der Rauchmelder zwar in seinem Raum noch funktioniert, allerdings, wenn sie mehrere Rauchmelder haben, den Alarm nicht an alle anderen Rauchmelder weitergeben würde. Vielleicht ein kleines Manko. Mal schauen, wir werden den Rauchmelder mal weiter unter die Lupe nehmen. So, kommen wir zum eigentlichen Star der Veranstaltung, dem Rauchmelder selbst. Vielleicht noch ein paar Worte über die Rückseite des Rauchmelders. Wie anfangs schon vermutet, hier auch sichtbar, im Rauchmelder stecken 6 AAA-Batterien bzw. Mignon-Batterien, die den Rauchmelder laut der Angabe des Herstellers 5 Jahre lang mit Strom versorgen und dann auch getauscht werden können. Das heißt, man öffnet den Rauchmelder an diesen beiden Schrauben, kann dann den Deckel abnehmen und kann dann die Batterien austauschen gegen neue Mignon-Batterien. Des Weiteren erstaunlich ist die Tatsache, dass der Rauchmelder tatsächlich eine relativ kurze Lebenszeit hat, und zwar 7 Jahre. Üblich für Rauchmelder in einem höheren Preissegment ist tatsächlich eigentlich 10 Jahre. Der Hersteller hat das hier tatsächlich auch nochmal vermerkt und hat hier auch nochmal das Herstellungsdatum und das Datum zum Ersetzen des Rauchmelders vermerkt. Im oberen Teil
des Rauchmelders findet man Informationen dazu, was die einzelnen Funktionszustände des Rauchmelders sind, die durch die LED auf der Frontseite des Rauchmelders angezeigt werden. Dazu kommen wir später nochmal. Also die Farben jeder einzelnen LED kurz erklärt und die Signale. Und auffällig auf der Rückseite ist auch ein USB-Anschluss. Leider ist nicht ganz klar, wofür der sein soll. Im Handbuch ist es nicht vermerkt. Ich nehme mal an, dass der dazu da ist, um Fehler auslesen zu können. In den USA ist es ja so, dass die Rauchmelder von wirklich Firmen installiert werden und die dann sicherlich über diese Schnittstelle die Möglichkeit haben zu schauen, was die einzelnen Fehler waren, warum jetzt der Rauchmelder vielleicht einen Täuschungsalarm ausgelöst hat. Interessant, es gibt eine deutsche oder eine europäische Dependance, die in Irland sitzt. Ja, okay, kommen wir zur Vorderseite. So, ich habe jetzt schon mal den Batteriestiepel entfernt. Der hat die Batterie deaktiviert und durch das Entfernen dieses Streifens wurden die Kontakte geschlossen, sodass der Rauchmelder jetzt aktiviert ist. Um vielleicht mal grundsätzlich zu zeigen, wie der Rauchmelder funktioniert, lösen wir mal einen Testalarm aus. Das bedeutet, ich muss den Rauchmelder jetzt auf den Testtaster drücken, einmal ganz kurz. Ready. Press to test. Und noch einmal drücken, um den Test auszulösen. This is only a test. The alarm will sound. The alarm is loud. The test starts in 10 seconds. Press or wave to cancel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. This is only a test. Testing smoke. Testing carbon monoxide. Finishing up. Just a moment. The test is finished. Everything's okay. Also wie man vielleicht gemerkt hat, der Rauchmelder piept nicht nur, er redet auch mit einem. Für die, die der englischen Sprache mächtig sind, finde ich, ist das eine super geniale Idee. Er warnt einen davor, dass der Test sehr laut sein wird. Und er informiert einen darüber, dass er halt einen Rauchmeldertest und einen Kohlenmonoxidmeldertest durchführt. Und am Ende des Tests dann unterstützt durch die grüne LED auch die Information gibt, dass die Funktion des Melders einwandfrei funktioniert und dass er einsatzbereit ist. Finde ich sehr gelungen, auch die Tatsache, dass tatsächlich wirklich ein Countdown gezählt wird, sodass man sich halt nicht erschreckt oder ähnliches. Das heißt, der Benutzer wird wirklich gut vorbereitet auf den Test, sodass er sich halt nicht erschrecken braucht. So, nachdem wir jetzt mal einen Testalarm ausgelöst haben, denke ich, ist es ganz interessant zu sehen, wie der Rauchmelder tatsächlich bei einem wirklichen Rauchalarm reagiert. Deswegen werde ich den Rauchmelder jetzt mal mit ein wenig Prüfspray zu einem Alarm herausfordern. Das ist jetzt sicherlich ein bisschen mehr, als man handelsüblich benutzen würde, um einen Rauchmelder zu einem Alarm zu bewegen. Nochmal einen kurzen hinterher. Emergency. There's smoke. Wave at me. Smoke alarm silenced. Okay, also wie man sehen konnte, das Prüfspray hat den Rauchmelder ausgelöst. Der Rauchmelder hat daraufhin einfach mal orange geblinkt und kurz Bescheid gesagt, dass es gleich einen Alarm geben wird, indem er halt dreimal gegongt hat. Das heißt also, der Hersteller hat tatsächlich das Wünschen von vielen Benutzern erhört und hat nicht gleich den Alarm losklingen lassen, sondern tatsächlich eben erst den Benutzer gewarnt, sodass man halt tatsächlich sich nicht so wahnsinnig erschrickt. Die Testtaste ist wie bei vielen anderen Rauchmeldern auch gleichzeitig die Stummschaltungstaste, mit der man den Rauchmelder dann stummschalten kann für 10 Minuten. Solange wie der Rauchmelder eben jetzt stumm geschalten ist, zeigt er das durch ein rotes Blinken regelmäßig an. Und nach ca. 10 Minuten gibt der Rauchmelder einem dann kurz Bescheid, dass der Rauch weg ist und er jetzt in seinen normalen Betriebszustand wieder zurückwechselt. Eine weitere spannende Funktion des Rauchmelders ist die Anzeige, dass der Rauchmelder korrekt funktioniert, bevor Sie ins Bett gehen. Das heißt, sobald im Raum das Licht gedimmt wird, prüft der Rauchmelder sich selber und bestätigt die Prüfung durch ein Aufleuchten des grünen LED-Ringes. Bitte mal das Licht dimmen. Exakt. Also Sie haben gesehen, er zeigt Ihnen kurz noch einmal, dass er einwandfrei funktioniert. Eine zweite spannende Funktion des Melders ist, dass wenn es Nacht ist
und sich jemand unter dem Rauchmelder entlang bewegt, der Rauchmelder dieses Licht weiß leuchten lässt, sodass der Weg, auf dem sie laufen, ein wenig beleuchtet wird und sie nicht über irgendwelche Sachen stürzen. Das sind so im Wesentlichen die spannendsten Funktionen des Rauchmelders. Vielleicht noch zu einem kurzen Fazit. Die Verarbeitung des Melders ist sehr gut, kann man definitiv sagen. Das Sieb auf der Unterseite hier ist aus Metall, wirkt sehr stabil. Die Funktionen des Rauchmelders sind, soweit wir die jetzt testen konnten, sehr interessant, erfordern also ein Profil, was von vielen Benutzern gewünscht wird und von allen anderen Herstellern tatsächlich noch nicht umgesetzt wird. Erst laut der DIN 14604 auch in der EU zugelassen, darf also auch als Rauchwarnmelder auch in Deutschland betrieben werden. Einzige Manko vielleicht, was im Augenblick festzustellen ist, ist tatsächlich die Tatsache, dass er einzig und allein in Europa über Amazon in Großbritannien erhältlich ist und dass er sehr teuer ist, trotz nur 7 Jahre Laufzeit. Das heißt, jeder muss halt wirklich für sich selber wissen, ob ihm die Funktionen tatsächlich 120 Euro pro Gerät für 7 Jahre wert sind. Ansonsten ein sehr spannendes Gerät und ich freue mich auf den zweiten Teil des Tests, in dem wir auf die Funktionalitäten im Zusammenhang mit Smartphones und iPads eingehen und die testen werden, das werden wir in den nächsten Tagen machen und ein weiteres Video posten. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit.